mit Sand hochgehen. Also normalerweise sagt man eigentlich immer pro, also ist ein vierteiliger Leiterplan, pro Modul, wenn ausgezogen ist, einer maximal im Leiterplan drin. Aber insgesamt würde ich machen, nie mit mehr wie mit zwei Leuten nur im Leiterplan, ob kurz oder lang. Weil sonst, der eine läuft langsam, ne? Der eine läuft schnell, dann macht das einfach Sinn. Wichtig ist, bevor jemand den Leiterplan betritt, versichert euch immer über den Maschinisten, dass schon Straßenleiter ist. Was damit gemeint ist, ist klar. Vierteiliger Park, der wird ja nur parallel ausschieben. Die Sprossen sollen immer gleiche Höhe haben übereinander, damit ich dann auch mal reingreife. Also auch nicht links und rechts hängen, wir fetzt halt immer an den. Wo ihr euch festhaltet, ist egal. Das steht halt einfach darum, dass wenn du reintrittst, wie bei einer Leiter, ne, dass jetzt nicht darunter gerade eine andere Sprosse steht. Dass du heute quasi denkst, ich bin sicher, aber wollen wir rutschen weg. Deswegen ist diese Sprosse leichter. Von über die Leiter. Die Leiter wird hinten eingehängt, das ist auch der offizielle Weg, wo man hochgehen soll. Nicht wundern, was ihr bei uns so häufiger sehen werdet, so machen wir das, weil das Problem ist halt, die Leiter, die hakt sie halt ein. Und danach mussten sie hier zwar wieder aushaken, um eine Leiterbewegung zu machen. Und für uns weiß es an einer Stelle einfach zu kompliziert. So, deswegen machen wir das, wir gehen, da wo am Wendel sind, da sind ein paar Sprossen hoch, wenn ihr jetzt guckt, der hintere Verziehkabel steht, der ist relativ stabil. Und da kann man Einfluss drauf und dann in den Leiterplatz mit reindrehen. Das geht auch. Bildschirm, einmal real und einmal max. Wir sind jetzt 9,60 Meter oben hoch. Ja. Die komplette Leiterlänge ist 14,9 Meter. Ja. Ne? Ja, okay, von 9,60 Meter vom Boden entfernt, ja, 9,60 Meter genau. Auslage. Ja. 9,40 Meter Auslage. Ja. We'll be right back.
nur einen relativ eingeschränkten Schwenkbereich, wie man hier sieht. Ah, okay. Das heißt, nicht man, genau, man ist ständig am Steuer. Ich möchte mal hier was ziehen. Okay. Hier haben wir normalerweise auch mal noch einen kleinen C-Schlauch dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel über das Gebäude reingeht, mit dem Dachstuhl, dass man dann auch Wasser dabei hätte, dann könnte man eine Zielleitung reinlegen. Oder man könnte auch jemanden eine Zielleitung reinlegen, wenn man selber am Kopf bleibt, dass die dann ja, okay, den Schlauch hätte hochschleppen müssen, weil die Dachstuhl nicht quasi eingeschlossen sind. Ja. Das ist schon sehr eng hier. Die machen wir das jetzt noch drauf. Ja, wir wollen ja die hier machen, aber jetzt mal. Die Stange, die er da so einstellt, ist ein bisschen blöd eingestellt, weil er jetzt nicht runter macht. Da haben wir gerne ja mega geil gemacht. Ja, dann geht er dann runter, ne? Das ist ja schräg. Muss man machen, nicht runter. Ach, da. Immer langsam, weil die Druckstöße leider auch nicht. Da kann man hier an der Wohlstraße sehen, dann kannst du den Druck da ändern. Das ist relativ wenig Druck. Wenn wir jetzt nur den Druck aus dem Hydrant haben. Die ganzen Elemente sind rund auch noch vorhanden. Unten sind ein paar mehr Knöpfe. Hier können wir aber, also das Wichtigste können wir von hier auch machen. Im Prinzip haben wir hier die beiden Joysticks und den Druckmannschalter. Für Bewegung muss ich immer den Druckmannschalter drücken. Dass ich nicht auch dagegen gehen konnte, der Kopf. Genau. Und immer erst drücken und dann die Bewegung einleiten. Wenn man jetzt hier schon zieht und dann drückt, dann ist eigentlich auch einmal gleich abgebildet. Also nach rechts zu sehen, nach links zu sehen. Gerade nach oben, dann nach oben drücken ist dann leichter versenken. Nach hinten ziehen ist leichter versenken. Hier kann ich dann außen einfahren. Dann habe ich hier die Knöpfe, das ist jetzt hier der grüne Knopf, Dreimannbetrieb. Könnt ihr noch auf Dreimannbetrieb gehen, auf Einmannbetrieb. Also Dreimann ist jetzt jede Person 90 Kilo, also 270 Kilo. Der Computer rechnet jetzt also immer mit 270 Kilo. Wie weit könnte ich mit 270 Kilo die Leiter ausfahren? Und wenn ich jetzt die Freistandsgrenze erreicht habe, also wo der Computer sagt, das ist jetzt Ende, dann kommt so ein piependes Geräusch, die Bewegung wird dann abgebremst, bis er dann gar keine Bewegung mehr zulässt in dem Bereich. Okay, ich muss da, ja. Genau. Und wenn ich jetzt sage, wir sind jetzt aber nur zu zweit oder wir wiegen jetzt nicht so viel, könnte ich natürlich auf Dreimann gehen. Dann bin ich auf Dreimann-Betrieb. Dann rechnet der Computer dann mit 180 Kilo und sagt dann, ja, damit kommst du dann zum Beispiel 4 Meter weiter. Oder so. Hat er denn noch einen Neigungssensor oder einen Kippsensor, dass er, wenn er dann wirklich anfängt zu kippen, dann trotzdem dran schaltet, auch wenn er auf dem falschen Betrieb steht? Kippen, er merkt, der Rechner merkt, wenn die Stützen die Bodenhaftung verlieren, dann schaltet er ab. Okay. Eine Stütze, wenn die Bodenhaftung verliert, ist, glaube ich, noch in Ordnung. Ich weiß nicht genau, ob bei zwei spätestens dann bis Ende. Dann lässt er nur noch quasi die Entlastungsbewegung machen. Oder erst ganz. Dann haben wir aber noch eine Überlastsicherung drin, das heißt der Leiterpark, da ist ein Bolzen unten drin und über Widerstände kriegt er dann quasi die Leiterbelastung mit. Und wenn er die Überlast erreicht hat, dann kommt so ein hupendes Geräusch und dann sind auch wirklich nur noch einlastende Bewegungen möglich, also entlastende, das heißt einfahren und aufrichten. Ja. Ab runter, also neigen, ist ja immer mit einer weiteren Ausladung verbunden. Ja, klar. Deswegen ist es dann aufrichten. Ne? Okay, verstehe. Beim Steuern zu diesem Bügel, das kann ich auch nur empfehlen, weil die ist sehr am Hüften, die Steuerung. Man schaukelt sich dann ganz sehr schnell auf, ne, wenn man dann hier. Ja. Ist auch so, je weiter, wie schnell, oder je weiter ich ziehe, desto schneller bewegt er auch. Ja, okay. Man sollte auch immer vorsichtig erstmal bewegen, gucken, wo der Druckpunkt anfängt.
Also wo ich dann, wo die Beleitungsbewegung anhängt, dann kann ich da ein bisschen steuern. So, ja, also nicht, der macht das nicht bei der Bewegung gleich in die Bewegung. Dann habe ich hier Crossgleiter. Das heißt, wenn der noch leuchtet, habe ich Crossgleiter. Und dann fährt er immer so weit zurück, also er fährt immer ein, dass er dann Crossgleiter hat. Ich den Hintergrund, wenn ich am Fenster stehe, nicht, dass ich dann darauf drücke und er fährt dann aus. Also dann bin ich ja schon mal ranfahren. Mhm. So. Dann haben wir hier ein Ablegen des Leiterparks. Dann legt er vollautomatisch ab. Klappt aber den Korb nicht zusammen. Nee, den legt dann wirklich nur ab. Okay. Dafür muss ich mich dann aber einen bestimmten Bereich über dem Fahrrad befinden. Also ich glaube, das ist so ein 30-Grad-Winkel vorne, ja. Eine gewisse Höhe und so weiter. Also von hier aus wird das nicht funktionieren. Dafür muss ich dann auch, wie gesagt, bei den beiden der Gleiterbewegung, muss ich immer den Motor machen, was da vorher gesagt hat. Motor aus, Motor an. Ja, dann habe ich hier Generator. Der Drehleiter hat einen Stromgenerator. Wir haben hier Steckdosen. Einmal die Elektrode außen und eine ist hier drin. Wir können dann zum Beispiel hier Scheinwerfer noch festlegen an diesen Außenbereichen. Oder eine elektrische Kettensäge oder was auch immer. Ja, gut. Außerdem haben wir hier noch einen Scheinwerfer am Leiterpark. Ja. Auf der Seite. Das kann aber nur der Maschinist von unten. Also da ist dann wahrscheinlich Gestänge dran, dass er den entsteht. Genau, der ist von unten steuerbar. Also, nein. Wie viel Grad macht die Leiter? Also die kann sich ja jetzt nicht frei drehen. Die hat ja bestimmt links und rechts jeweils hinten eine Begrenzung, ne? Nö, die kann komplett 360 Grad drehen. Also du kannst die ganze Zeit im Kreis drehen und da würde keine Steuerung irgendwann abreißen. Okay, gut, alles klar. Mhm. Das ist kein Problem. Ja, was haben wir hier noch? Strom hochschalten, also wenn einer Not aufgedrückt hat, kann man dann wieder reinnehmen. Das hier, dieses Rote, das hier dieses Gewicht auf dem Leiterpark, das ist die Überlastsicherung, also das leuchtet dann und unten ist dann die Route zu. Ja, Anschlusssicherung, die Leiterpark hat Anschlusssicherung, das heißt, wenn ich irgendwo gegenfahre, merkt er das und gibt dann nicht einfach weiter Schub, genau, sondern stoppt dann. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt mit Vollkarre gegenfahre, dann ist es schon zu spät. Also, ist auch nicht so super empfindlich. Manchmal löst sich zu schnell aus. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel den Kopf zu sehr auf den Boden ablege, dann kann sein, dass die Anschlusssicherung ankommt. Ja, das war's. So, jetzt dürft ihr mal. Bei Schlauch ist immer wichtig, dass man nicht zu weit rechts und links. Ja, und dass man nicht zu schnell ist, vor allem, weil man eigentlich immer eine Schlauchführung hat, die quasi dann hinten immer den Schlauch nachfüllen muss. Und wenn man dann zu schnell ein- und ausfährt, dann kommt die Schlauchsicherung nicht hinterher. Beide Hände ruhig dann. So, genau. Die Schlauch läuft man auch jetzt nicht die volle Grenze der Drehleiter ausfahren, weil der Schlauch hat ja zusätzlich Gewicht. Wasserabgabe ist ja auch mal eine Belastung. Man hat ja dann einen Rückstoß, den man ja selber beim Schrauben hält. Deswegen gibt es da gewisse Bereiche, die man dann, also man sollte mal nicht zu steil stehen. Und auch nicht zu weit aus. Anzeige, sag ich mal, wenn er an den Grenzer kommt oder piept er dann? Er fängt dann nur an zu piepen, man kann ja leider nichts sehen. Wir können auch nicht die Höhe sehen, aber man kann auch leider nicht sehen, wenn ich den Kopf steuern kann. Auch eine Automatikleiter, das heißt, ich kann mehrere Leiterbewegungen einmal legen. Außer bei diesem automatischen Einfahren, da macht er das dann alles einzeln. Let's go.